Willkommen zu einem weiteren Video zur Drehung. In diesem Video schauen wir uns mal ganz spezielle Figuren an und dazu habe ich euch mal dieses Augenpaar mitgebracht. Ganz Erstaunliches passiert jetzt nämlich, wenn wir dieses Augenpaar drehen. Dabei konzentrieren wir uns mal hier auf das von uns aus linke Auge, drehen die Figur und dann seht ihr, das linke Auge landet jetzt auf der rechten Seite. Diese Figur wurde durch Drehung 180 Grad auf sich selbst abgebildet. Hier seht ihr mal den Vergleich. Und wir haben ja die 180-Grad-Drehung als die Punktspiegelung bezeichnet. Und dann nennt man eine Figur, die nach der Drehung um 180 Grad auf sich selbst abgebildet wird, punktsymmetrisch. Auch dieses Symbol ist erstaunlich. Dieses lässt sich nämlich durch 120-Grad-Drehung auf sich selbst abbilden. Hier seht ihr nochmal den Vergleich. Ich kann das übrigens zweimalig machen. Und dann nennt man so eine Figur, die durch irgendeine echte Drehung auf sich selbst abgebildet werden kann, drehsymmetrisch. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir diese Figur von Anfang an um 180 Grad drehen, also punktspiegeln? Dann kommt diese Figur hier raus und ihr seht, die Figur ist jetzt nicht auf sich selbst abgebildet worden, ist also nicht punktsymmetrisch. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Augenpaar zurückkehren, dann sehen wir, diese Figur wurde durch Drehung auf sich selbst abgebildet und ist damit auch noch zusätzlich drehsymmetrisch. Diese Begriffe können leicht verwechselt werden und deswegen möchte ich euch ganz gerne übersichtlich zeigen, worin der Unterschied besteht. Jede Figur, die sich durch Drehung, eine echte Drehung, auf sich selbst abbilden lässt, nennt man erstmal drehsymmetrisch. Das war bei dem Augenpaar so, das lässt sich nämlich auf jeden Fall durch Drehung auf sich selbst abbilden. Das Augenpaar ist aber zusätzlich auch noch punktsymmetrisch gewesen. Anders ist es bei diesem Symbol hier. Das lässt sich nämlich nur durch die 120-Grad-Drehung auf sich selbst abbilden, allerdings nicht durch die 180-Grad-Drehung und damit ist diese Figur nicht punktsymmetrisch. Wir können also Folgendes festhalten. Es gibt Figuren, die sind drehsymmetrisch, dabei können sie zufälligerweise auch noch punktsymmetrisch sein, müssen sie aber nicht. Ist allerdings eine Figur punktsymmetrisch, na klar, dann ist sie erst recht auch drehsymmetrisch gewesen. Wenn wir uns hier mal diesen Knopf hier anschauen, dann können wir diesen Knopf durch Drehung auf sich selbst abbilden. Hier seht ihr den Vergleich. Die 90-Grad-Drehung würde hier ausreichen. Wir können aber die Figur nochmal um 90 Grad drehen und dann nochmal um 90 Grad drehen. Jetzt sollen wir entscheiden, ist diese Figur drehsymmetrisch? Ja, denn es gibt eine Drehung. Ist sie auch punktsymmetrisch? Ja, ist sie zusätzlich, denn eine 180-Grad-Drehung würde die Figur auch auf sich selbst abbilden. Schauen wir uns jetzt mal hier diese Symbole an. Wir schauen uns wieder echte Drehungen an, also keine 0- oder 360-Grad-Drehungen, sondern etwas dazwischen. Die erste Figur lässt sich durch Drehung auf sich selbst abbilden, ist also drehsymmetrisch. Sie ist aber zusätzlich auch punktsymmetrisch. Sie lässt sich nämlich durch eine 180-Grad-Drehung auf sich selbst abbilden. Die nächste Figur ist punktsymmetrisch und damit automatisch drehsymmetrisch. Die dritte Figur lässt sich nur durch eine 360-Grad-Drehung auf sich selbst abbilden, ist also weder punkt- noch drehsymmetrisch. Und die letzte Figur lässt sich durch eine Drehung um 120 Grad auf sich selbst abbilden, damit ist sie drehsymmetrisch, sie ist aber nicht punktsymmetrisch. Und jetzt kommen wir endlich zum Hefteintrag. Wir wissen jetzt, eine Figur kann durch Punktspiegelung auf sich selbst abgebildet werden, dann heißt so eine Figur punktsymmetrisch. Das war zum Beispiel unser Augenpaar. Eine Figur kann auch durch Drehung auf sich selbst abgebildet werden, dann nennt man so eine Figur drehsymmetrisch. Zum Beispiel dieser Knopf, der lässt sich auf jeden Fall durch Drehung auf sich selbst abbilden. Wir haben auch festgestellt, wenn eine Figur punktsymmetrisch ist, dann ist sie natürlich auch drehsymmetrisch. Aber nicht jede drehsymmetrische Figur muss punktsymmetrisch sein, zum Beispiel bei diesem Symbol hier. Du möchtest noch mehr Beispiele sehen? Kein Problem. Hier seht ihr mal ein Pflaster. Das lässt sich natürlich durch Drehung 180 Grad auf sich selbst abbilden. Damit ist es auf jeden Fall punktsymmetrisch und jede punktsymmetrische Figur ist auch drehsymmetrisch. Das nächste Symbol lässt sich durch Drehung 120 Grad auf sich selbst abbilden. Damit ist die Figur drehsymmetrisch, aber nicht punktsymmetrisch. Das letzte Symbol, dieses Smiley, lässt sich nur durch 360-Grad-Drehung auf sich selbst abbilden und ist damit weder dreh- noch punktsymmetrisch. Im zweiten Beispiel schauen wir uns mal ein paar geometrische Figuren an, sollen herausfinden, ob sie punktsymmetrisch sind und das Zentrum einzeichnen. Hier sehen wir erstmal ein Parallelogramm. Wir wissen ja jetzt, das Zentrum müsste immer zwischen Uhr und Bildpunkt liegen. Wenn ich das Ding jetzt um
180 Grad drehe, dann müsste das ja hier der Bildpunkt sein. Wenn ich jetzt U und Bildpunkt verbinde, dann müsste das Zentrum hier liegen. Wenn ich diesen oberen rechten Punkt nehme, ebenfalls abbilde durch Punktspiegelung, dann sehen wir, das Zentrum bleibt gleich. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert eigentlich mit dieser oberen Linie unseres Parallelogramms. Wir bilden diesen Eckpunkt ab durch Punktspiegelung. Wir bilden diesen Eckpunkt durch Punktspiegelung ab und wir sehen, die grüne Linie wird exakt auf die orangen Linie abgebildet. Und wenn wir das mit links und rechts ebenfalls machen, hier wieder die Punktspiegelung dieses Punktes hier drüben, die Punktspiegelung dieses Punktes hier drüben, und dann haben wir die grüne Linie wird auf die orangen Linie abgebildet und wir sehen, es kommt das Parallelogramm wieder selbst raus. Hier sehen wir nochmal die Drehung. Tatsächlich, das Parallelogramm ist punktsymmetrisch. Und wie sieht es jetzt hier mit diesem Trapez aus? Auch hier nehmen wir mal an, diese Figur wäre punktsymmetrisch. Dann wird ja dieser Punkt hier durch 180 Grad Drehung auf diesen hier abgebildet und wir suchen das Zentrum. Es wäre also hier. Wenn wir diesen Punkt jetzt betrachten und ihn durch Drehung auf 180 Grad hier abbilden würden, dann müsste das Zentrum allerdings hier gewesen sein. Jetzt unterscheidet sich das Zentrum und damit sehen wir, das ist keine punktsymmetrische Figur. Jetzt können wir das nochmal hier zeigen. Eindeutig, die Figur wird nach 180 Grad Drehung nicht auf sich selbst abgebildet. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim Entscheiden, ob eine Figur punktsymmetrisch oder drehsymmetrisch ist, und wir sehen uns dann im nächsten Video.